Krieg in der Ukraine, die Inflation steigt, der Konflikt mit Russland verschärft sich auch immer mehr. Also wann Gold kaufen, wenn nicht jetzt? Trotzdem ist der Goldpreis jetzt wieder in die Knie gegangen. Warum ist das so und sollte man das jetzt nutzen zum Nachkauf? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Die Inflation steigt immer noch weiter und der Ukraine-Krieg hat sich auf eine üble Weise festgefressen. Das ist hässlich, das wird auch nicht weniger hässlich, wenn man es betrachtet durch die Anlegerbrille. Allerdings, als Anleger wissen wir natürlich auch, wenn irgendwo was sehr hässlich ist, dann ist Gold dazu oft ein ganz gutes Gegengewicht. Ich erspare mal jetzt den Hinweis, dass sich das ja auch immer wieder bestätigt bei stark mit Gold behängten Frauen. Bei Männern ist es natürlich genauso hier ein schönes Beispiel, wobei man in dem Fall fair sein muss. Die goldene Toilette, die Sie hier sehen, die gehört anscheinend gar nicht Donald Trump selbst, sondern die ist ihm nur angeboten worden als Leihgabe von einem Museum. Und was das ganze Übrige betrifft hier, es ist völlig klar, der Mann geht in Gold. Und mal ganz abgesehen davon auch, wenn es einen Beweis dafür gibt, dass es enge Beziehungen gegeben hat zwischen der Trump-Regierung und Russland, dann ist es diese Einrichtung. Donald Trump und die ganzen russischen Oligarchen, die haben die ganze Zeit über den gleichen Innenarchitekten gehabt. Soll man jetzt Gold kaufen oder ist es der Griff ins goldene Klo? Das ist Gold in Dollar, die letzten 6 Monate. Man muss dazu natürlich auch sagen, die Jahre vorher ist Gold schon stark gestiegen auch. Und jetzt im Februar, da sind eben die russischen Truppen aufmarschiert. Am 24. Februar ist die Ukraine dann angegriffen worden. Da hat es einen deutlichen Anstieg gegeben. Und das Hoch war dann aber schon erreicht am 8. März bei ungefähr 2040 Dollar. Seitdem geht es wieder runter. Es hat sich jetzt schon verbilligt um mehr als 150 Dollar seitdem. Und die Kurzfrist-Trader, die sehen das natürlich auch mit Sorge, weil damit jetzt auch eine Unterstützung gerissen ist. Die war so bei 1915 Dollar, habe ich hier ja auch eingezeichnet. Und das ist auch nachvollziehbar, die Sorge. Und jetzt wundern sich aber natürlich viele, weil man ja nur schwer sagen kann, es hätte sich seitdem irgendwas entspannt. Der Krieg tobt weiter, die Inflation steigt weiter, nichts ist besser geworden eigentlich. Aber es gibt für den Goldpreis eine große Gefahr im Moment, das sind die in USA angekündigten Leitzinserhöhungen und die jetzt schon stark gestiegenen Marktzinsen dadurch auch. Und wir stellen uns jetzt die Frage, wie groß ist diese Gefahr? Ich muss vorher noch was anderes sagen. Es gibt immer noch oder es gibt immer wieder auch Kommentare hier über Fake-Accounts. Ich habe das schon mal gezeigt. Die kopieren da ein Bild von mir, schreiben dann hier rein Kontakt für profitables Investment. So als würde das Ganze von mir kommen, da so unter der Hand so ein bisschen. Und ein Zuschauer, der ist dem jetzt mal nachgegangen und er ist dann angesprochen worden über einen Chat und da kriegt er dann gesagt, von mir vermeintlich, ich hätte für ihn ein Handelssystem und mit 500 Euro verdient er damit dann mehr als 1500 Euro in 7 Handelstagen. Und auf die Frage, ob das denn Gerhard Heinrich persönlich sei, mit dem er da chattet, da kriegt er die Antwort, ja, Liebes. Ich werde Ihnen auch genau erklären und so weiter, wie es funktioniert und so weiter. Also so läuft das, krasser Betrug und ich kann hier nur nochmal sagen, solche Sachen immer unbedingt ignorieren, wenn Sie sowas sehen. Und wenn Sie irgendwann mal der Meinung sind, Sie würden mit mir korrespondieren und ich spreche Sie an mit Ja, Liebes, dann nehmen Sie die Beine in die Hand. Was jetzt nicht heißt, dass wir hier gar nichts für Sie hätten, haben wir natürlich schon. Hochoffiziell auch kriegen Sie von uns ja einmal die Woche unsere Zukunftsmärkte-Reports. Morgen zum Beispiel mit 4 Pharma-Aktien und Biotech-Aktien aus China. Das ist ein ganz anderes Thema jetzt mal. Es ist ein Sektor, der stark unter Druck gekommen ist schon und der jetzt auch wieder interessant sein könnte. Soll also keiner sagen, wir hätten da nicht auch Sachen, die wir Ihnen mal so zuschanzen könnten. Und ja, Liebes,
ist. Die Reports von uns sind gratis. Sie müssen sich nur einmal dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Wie ist es mit dem Goldpreis? Ist das alles so stimmig, was wir da sehen? Die Goldnachfrage im ersten Quartal, die ist gestiegen um 34% zum Vorjahr auf 1234 Tonnen, laut World Gold Council, der höchste Wert seit Ende 2018. Hier die Nachfrage in dem Zeitraum, das ist schon robust. Das Goldangebot dagegen durch Recycling, das ist nur um 15% gestiegen und die Minenproduktion sogar nur noch um 3%, sodass wir sogar ein kleines Defizit gehabt haben von 68 Tonnen. Man muss aber auch sagen, die Nachfrage aus der Schmuckindustrie zum Beispiel, die war schwach und die Nachfrage nach Münzen und nach Barren, die war sogar noch schwächer, die ist um 20% zum Vorjahr gefallen. Was die Nachfrage getrieben hat, das waren erstens Notenbanken-Goldkäufe von 84 Tonnen, aber vor allem Käufe durch ETFs, das waren 269 Tonnen. Das heißt, Angebot und Nachfrage unterm Strich schon okay, aber die ETF-Nachfrage, die läuft in der Regel dem Preis eher hinterher, ist jetzt also nicht unbedingt ein Indikator. Zur Inflation, da muss man nicht viel sagen, glaube ich. Da sind wir sowohl in den USA als auch bei uns ja auf jahrzehntelangen Höchstständen. Hat sich im März auch nochmal verschärft. Und dadurch sind natürlich auch die Realzinsen, die ja wichtig sind für den Goldpreis, also was kriege ich an Zins nach Abzug der Inflation, die sind dadurch tief abgerutscht in den negativen Bereich. Hier ein Chart von Long-Term Trends seit 2018, rot die Inflation, schwarz die nominalen Zinsen und blau dann die Realzinsen. Das ist schon lange ein Trauerspiel, aber seit der Corona-Krise ist es natürlich ein absolutes Fiasko. Und im Moment bezogen auf einjährige Bonds hier nach Inflation einen Realzins von minus 6,5%. Also wann soll der Goldpreis steigen, wenn nicht in so einem Realzinsumfeld? Nur jetzt nimmt die Fed die Inflation eben doch ernst offenbar. Sie strafft, reduziert ihre Bilanz. Der Leitzins ist jetzt zwar immer noch bei 0,25 bis 0,5%, aber sie hebt ihn diese Woche wahrscheinlich nochmal an um 0,5%. Und so wie sie sich geäußert hat, gibt es noch einige Zinsschritte dieses Jahr, sodass man am Markt inzwischen damit rechnet, dass wir am Jahresende da eine Spanne haben zwischen 2,75 und 3,0%. Also man höre und staune. Und der Anleihemarkt, der nimmt das eben auch vorweg. Hier haben wir die Renditen auf Bonds mit 10 Jahren Laufzeit, seit 2 Jahren. Es hat erstmal gedauert, bis das gestiegen ist. Letzten Sommer sind sie auch nochmal unter 1,2% gewesen. Im Dezember dann sogar auch nochmal runter auf 1,3%. Aber seitdem kann man sagen, spätestens seit Anfang März, da gehen die Zinsen durch die Decke und sind da jetzt schon bei 2,9%. Haben sich also in 5 Monaten verdoppelt. Und dieser Trend, der ist für Gold natürlich gar nicht gut und für alles andere aber im Übrigen auch nicht, wie Sie sicher wissen. Weil ja eine ernsthafte Geldpolitik, die führt ja in der Tendenz wieder zu steigenden Realzinsen. Und das ist aber noch nicht alles. Der letzte Schrei am Markt im Moment ist, dass man plötzlich glaubt, wir hätten bei der Inflation jetzt auch schon das Hoch erreicht und das würde jetzt wieder runtergehen. Zum Beispiel die UBS, die waren ja bis jetzt eigentlich die, die noch relativ stark gewarnt haben, immer vor Inflation, mit hohen Inflationsprognosen. Ausgerechnet die sagen jetzt, wir haben jetzt das Hoch erreicht. Das sind die Prognosen der UBS. 8,5% im März, das haben sie gut getroffen für die USA, aber im April soll es schon wieder runtergehen auf 8,0 und dann das ganze Jahr über deutlich auch runter, sodass wir im Dezember dann wirklich nur noch eine Inflationsrate hätten von 3,4%. Und andere, zum Beispiel Morgan Stanley, Bank of America, die äußern sich im Moment ähnlich. Also der Peak bei der Inflation, der sei jetzt mehr oder weniger erreicht.
Heißt natürlich nicht, dass alles billiger wird. Also das muss man auch immer wieder betonen. 3% Inflation, das heißt nur alles, was jetzt schon schweineteuer ist, das wird nochmal teurer natürlich, aber eben nur um 3% und dann vielleicht nicht mehr um 8%. Aber Sie wissen ja, wie das wahrscheinlich trotzdem an den Märkten dann ankommt. Da wird man dann bestimmt wieder jubeln bei so einem Inflationsrückgang und wird sagen, hurra, die Inflation ist besiegt. Und dann ist das aber natürlich ein Umfeld, wo man eigentlich kein Gold haben will. Also steigende Zinsen und fallende Inflation auch noch dazu. Nur wie kommen die überhaupt drauf? Wie können die sowas sagen, dass die Inflation jetzt zurückgeht? Man geht da eben davon aus, dass diese Angebotsschocks, die wir gehabt haben, dass die die Weltwirtschaft jetzt auch lähmen und dass dadurch im Umkehrschluss eben auch die Nachfrage zurückgeht, dass eine Demand Destruction stattfindet, eine Zerstörung der allgemeinen Nachfrage. Und wir haben ja jetzt auch erhebliche Wachstumssorgen in den USA. Wir haben die deutsche Wirtschaft ja gehabt, die im ersten Quartal wirklich nur noch minimal gewachsen ist. Und wir haben außerdem jetzt ja auch noch die Lockdowns in China. Und China ist einer der wichtigsten Importeure zum Beispiel von Öl und von Industriemetallen. Und gerade bei den Rohstoffpreisen, da hat man jetzt nicht mehr den Eindruck, dass je länger der Krieg dauert in der Ukraine, dass deswegen alles umso knapper und teurer wird. Sie sind auf hohem Niveau, das ja, aber sie steigen nicht mehr. Europäisches Erdgas hier zum Beispiel, Dutch TTF, das sind Spotpreise, die sind jetzt für den Verbraucher nicht entscheidend. Aber wir sehen hier trotzdem die Schockreaktion erstmal nach Kriegsausbruch, aber auch wie der Preis danach dann doch wieder zusammengeklappt ist auch. Der Chart ist von Trading Economics. Es hat sich also vom Märzhoch schon mehr als halbiert und liegt jetzt sogar auch deutlich unter dem Hoch von Anfang Dezember. Das ist ein Zeitpunkt, wo ja an den Krieg noch gar niemand gedacht hat. Kupfer, das super Zukunftsmetall, hat im März auch ein Allzeithoch erreicht, ist dann aber auch nicht mehr gestiegen. Also man fürchtet im Moment wohl auch weniger die Knappheit als die allgemeine Demand Destruction. Aluminium das gleiche in Grün, obwohl ja Russland ein wichtiger Aluminiumproduzent ist, was jetzt ausfallen könnte. Auch da jetzt eine klare Preiskorrektur. Und sogar bei Ölen, Bild, das zumindest ähnlich ist, also auch deutlich unter Märzhoch inzwischen. Da geht es allerdings nicht steil nach unten, sondern Öl hat sich schon ganz gut gefangen und man sieht jetzt auch keine großen Korrekturen mehr im Moment. Und die meisten Agrarrohstoffe aber übrigens, zum Beispiel Mais hier auch auf einem Jahr, auch von Trading Economics, da ist es anders. Da geht man wirklich im Gegensatz zu den Industriemetallen tatsächlich wohl aus von wachsender Knappheit. Aber trotzdem insofern steigende Zinsen und gleichzeitig eine schwache Weltwirtschaft, Rohstoffpreise, die im Großen und Ganzen nicht mehr steigen und dadurch möglicherweise wieder fallende Inflationsraten. Da kann man sich vorstellen, wie das am Markt ankommt. Und darum ist Gold eben auch gefallen. Und darum würde ich im Moment auch nach wie vor hier keine klare Kaufempfehlung abgeben wollen für Gold. Weil wenn sich das so fortsetzt alles, dann kann sich das Sentiment zumindest für Gold, das kann sich jetzt schon noch weiter verschlechtern. Trotzdem, ich habe auch ein paar gute Argumente für Gold am Ende. Erstens, die Fed. Die ist immer noch weit hinter der Kurve, wie man so schön sagt. Also es gibt ja die Ankündigungen einer straffen Geldpolitik, aber wir sind immer noch bei 0,25 bis 0,5% Leitzins und immer noch extrem niedrige Realzinsen. Und von anderen großen Notenbanken wie der EZB oder wie der Bank of Japan, jetzt mal ganz zu schweigen, also wo wir inzwischen ja wirklich eine Art Realitätsverweigerung auch haben, wo man langsam ja fast schon sagen muss, da ist die türkische Geldpolitik ja noch solide dagegen. Aber auch was die Fed betrifft, also wer sagt uns denn im Moment, dass diese Straffungen auch wirklich stattfinden werden? Wir sind in einem Stagflationsszenario. Stagflation ist für Gold fast immer gut. Gold ist da fast immer ein Outperformer. Eben weil in so einem Szenario die Notenbanken gleichzeitig Inflation bekämpfen müssten und aber auch die Konjunktur stützen müssen, was sich aber widerspricht.
Und wenn das Wachstum jetzt wirklich deutlich nachlässt, dann ist es meiner Meinung nach alles andere als sicher, dass die Fed sich wirklich entscheidet, ausschließlich für die Geldwertstabilität. Wir haben im Moment Angebotsschocks, das heißt aber auch, dass die Nachfrage zum Teil eben wirklich abgewürgt werden muss auch, um das zu bekämpfen. Sonst fängt man die Inflation nicht ein. Und das hat aber eben auch wirklich wirtschaftliche Folgen. Das ist vielen noch nicht so ganz klar. Und wir haben bei den Regierungen auch die Tendenz im Moment, dass sie versuchen, die sozialen Härten dieser Inflation jetzt auch wieder abzufedern mit zusätzlichen Staatshilfen. Ist nachvollziehbar und am sozialen Gesichtspunkt. Aber die Demand Destruction, die man bräuchte, wenn man jetzt die Preise wirklich einfangen wollen würde, die kriegt man natürlich dadurch gerade nicht. Mit anderen Worten, der Kampf gegen die Stagflation, der steht gerade erst am Anfang. Der Ausgang ist ungewiss, würde ich sagen. Wir können auch nicht wissen, ob wir nicht doch jahrelang eben konfrontiert sind mit diesem Szenario, in dem Gold aber in der Regel eigentlich eine relativ gute Anlageklasse ist. Und das, genau das könnte auch im Übrigen der Grund dafür gewesen sein, dass Gold auch ab Ende 2016 sich erholt hat, nachdem die Fed den Leitzins angehoben hat. Den Chart oder die Entwicklung, das habe ich Ihnen schon mal gezeigt. Der Leitzins war bei Null seit der Finanzkrise und die starke Erholung von Gold hat dann genau dann angefangen, als der Leitzins nach Jahren erhöht worden ist. Völlig anders, als man eigentlich erwarten würde. Und ganz abgesehen davon, ich habe aber auch wirklich den Eindruck, dass die Märkte und die Öffentlichkeit im Moment den ganzen Ernst der Lage noch gar nicht so richtig erkannt haben eigentlich. Der Westen ist in der Ukraine inzwischen Kriegspartei, faktisch, gegen die stärkste Militärmacht in Europa und gegen die größte Atommacht weltweit. Und klar, wir sind natürlich alarmiert über das Ganze, wir schweifen aber auch schon wieder komplett ab in unsere alte kaputte Debattenkultur irgendwie. Also Tempolimit ja oder nein, muss Gerhard Schröder jetzt auch auf die Putin-Sanktionsliste, das bringt alles null, Hauptsache selbstgerecht. Und beim Heizen auch bitte immer schön die Vorhänge zumachen, dann brauchen wir auch kein Erdgas mehr aus Russland. Unsere alten, gemütlichen, selbstgerechten Debatten wieder, die aber am Ernst der Lage eben auch völlig vorbeigehen. Und aber auch an der Börse. Also man ist da natürlich schon nervös, ist klar, wegen der steigenden Zinsen. Es ist jetzt aber nicht so, würde ich sagen, dass sich die Märkte wirklich so verhalten würden, als wären sie in einer schwierigen Lage, die sich auch noch zuspitzen kann. Sondern eher so in die Richtung eben, ja, die Lage ist schwierig, aber das, was wir haben an schlechten Nachrichten, das liegt im Grunde vor und wir müssen das jetzt eben noch ein bisschen einarbeiten. Und ich will ja hier jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen. Ich sag auch nicht, es wird garantiert alles noch viel, viel schlimmer kommen. Ich bin aber schon der Meinung, wir sind in einer Lage, die sehr undurchsichtig ist, in der die Wahrscheinlichkeit, dass es schlimmer wird, schon höher ist als sonst. Und das ist für mich eben auch ein Argument für Gold im Portfolio. Nicht, weil ich glaube, dass wir jetzt in einer Konstellation sind, in der Gold zwingend steigt, sondern weil wir eben in einer Konstellation sind, in der es gut möglich ist, dass man vielleicht doch froh ist drüber am Ende, wenn man auch Gold hat oder Goldaktien auch, je nachdem wie sie drauf sind. Und darum würde ich eben auch empfehlen, gerade dann, wenn Gold jetzt vielleicht wirklich nochmal durchsacken sollte die nächsten Monate, dass man seine Goldpositionen da eventuell ausbaut. Die meisten Anleger haben sowieso zu wenig, so wie man überhaupt im Moment ja schon darauf achten sollte bei seinem Depot, dass man Unwuchten, die man möglicherweise hat, starke Übergewichtungen in bestimmten Sektoren, dass man das jetzt möglichst abbaut. Wer genau weiß, was morgen kommt, der muss das nicht tun, aber jeder normalsterbliche Anleger natürlich, der sollte schon in sich gehen jetzt mal und sich auch fragen, habe ich ein Depot, mit dem ich eben möglicherweise auch durch schwierigere Zeiten gut durchkomme, zum Beispiel ja vielleicht auch mit einer höheren Cashquote oder sowas. Und was das Thema Rohstoffe betrifft, wo wir gerade die Charts gesehen haben und diese Frage, ist jetzt dieser viel beschworene Rohstoff-Superzyklus vielleicht auch schon vorbei? Das ist ein Thema, da zerbreche ich mir auch gerade viel den Kopf drüber.
Und ich werde das sehr wahrscheinlich demnächst hier auch mal wieder behandeln in einem von den nächsten Videos. Man kann es aber grundsätzlich immer wieder nur sagen, bleiben wir dran an der ganzen Sache, hinterfragen wir uns auch immer, was wir so machen als Anleger und bleiben wir vor allem da auch stetig in der Geldanlage. Dann klappt es auch wirklich irgendwann mal mit dem goldenen Klo. Und in dem Zusammenhang natürlich unabdingbar die Zukunftsmärkte-Reports von uns. Morgen geht der nächste raus, wie gesagt. Also tragen Sie sich noch ein dafür, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, auf www.zukunfts-märkte.de. Die Reports von uns sind gratis. Sie müssen dafür auch kein Geld überweisen auf irgendein Konto in Pyongyang. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.